Servus und grüß Gott. Podcast, eigentlich war diese Folge gedacht als Eingangsfolge, als Stunde Null. Endlich schaffen wir es als Forever Gains, die Gründer von Forever Gains Talk, gemeinsam unseren quasi Vorstellungspodcast aufzunehmen. Genau, auch erstmal ein Schlückchen, dass wir hier schön durchflutschen durch die Sendung hier, durch die Folge. Genau. Ja, also, Mama, stellen wir uns vor. Genau, alles fängt ja an mit einer Vorstellungsrunde eigentlich. Wenn man so ist, was man so macht, Hobbys, ne, was man halt in so ein Freundschaftstagebuch auch reinschreiben würde. Deswegen bin ich der Meinung, da du ja immer alles so geblümt und ungeblümt ausdrücken und formulieren kannst und gerne viel schwätzt, ich weiß, ich bin auch manchmal so Schwätzmaschinen, lass ich dir den Vortritt. Ladies first. Okay. Gentlemen next und sowas. Deswegen darfst du dich mal vorstellen, um was geht's überhaupt? Ich weiß, Pfälzer Stammtisch, ihr seid ja alle schon geimpft hier, was das Thema angeht. Aber sag doch hier einfach mal, nur mal für mich vielleicht, vielleicht habe ich noch irgendwas auf dem Schirm. Also die Idee für den Podcast hatten wir schon lange, so wie auch das Thema YouTube wir schon lange auf dem Schirm hatten. Aber man braucht ja manchmal einfach, um aus der Komfortzone rauszukommen. Die Idee war einfach, wir sind der Meinung, nee, wir sind nicht der Meinung, es ist so, wir haben viel zu sagen. Wir haben ein breites Themenspektrum, wie ihr noch sehen werdet, auch an Menschen, die wir kennen. Wo wir auch der Meinung sind, dass die was zu sagen haben und dass die einfach was Positives in die Welt tragen können, weil unser Ziel mit unserer Arbeit und auch mit unserem Podcast ist es, einfach, ja, einfach mal andere Gedankensansätze und vor allem aber auch Positivität in die Welt zu tragen, weil ich finde, jeder von uns, also jeder Einzelne, kann die Welt ein Stück weit besser machen mit dem, was er einfach nach außen gibt. Und wir wollen einfach mal zum Denken anregen, für positive Energie sorgen und generell für Positivität. Und wie gesagt, wir haben viel zu sagen und die Leute, die wir kennen, haben auch viel zu sagen. Deswegen eben der Podcast. Aber, ja. Aber, sorry, für mich war es nur eine logische Konsequenz, dass wir das irgendwann machen. Weil auf Instagram bzw. auf Facebook zeigen wir, also wir zeigen um Gottes Willen, wir zeigen nicht alles von unserem täglichen Doing, von unserem Leben. Ich nehme euch nicht mit auf Scheißhaus oder irgendwas. Ja, das kann man auch mal so ausdrücken. Ne? Das werdet ihr nicht erleben. Ja, auch hier, Halleluja. Für mich war es nur eine logische Konsequenz, dass man hier quasi in den nächsten Step geht. Weil es ist auch ein tolles Medium hier, das Video. Klar, viele sind mittlerweile richtig verwirrt heutzutage, halten es nur 30 Sekunden aus. Das zeigt auch diese Tests und Studien, wo dann nur 2,3 Sekunden übrig bleiben fürs Gehirn, bis der nächste Serotoninkrieg kommt, bevor der User zum nächsten Video swiped. Ne? Aber hier YouTube kannst du halt eben lange Videos bringen, mit viel Content. Mit unterschiedlichem Content, sodass du halt eben auch viele Themen, wie jetzt hier auch im Podcast bearbeiten und bedienen kannst. Ne? Also ich selber bin ein großer Freund von Podcasts schon immer, weil die uns kennen, wissen vielleicht, dass wir lange Jahre, wirklich über 6, 7 oder 8 Jahre sogar, einen Zweitwohnsitz hatten und zweimal die Woche gependelt sind, über 500 Kilometer. Und da war es einfach, ja, da war es einfach logisch, dass man sich Podcasts angehört hat. Und ich finde, es gibt, wie gesagt, viele Themen. Wir haben ein sehr, sehr breites Themenspektrum. Auch wirklich Fachwissen vieles oder Themen, über die man einfach sprechen kann und die wir auch gerne mit der Welt teilen wollen. Wie gesagt, einfach mit dem Ziel, die Welt ein Stück weit besser zu machen, auch wenn das jetzt so Hokuspokus-mäßig klingt, so ist es gar nicht gemeint, sondern einfach mal anzuregen, auf neue Gedankensätze zu kommen und einfach Positivität in die Welt zu tragen. Aber wir wollten uns ja erst mal vorstellen, wer sind wir überhaupt für die Leute, die uns gar nicht kennen. Also ich bin die Jenny, ich bin hier... Nur die Jenny, keine Jennifer oder irgendwas, auch nicht mit Y geschrieben. Doch, mit Y. Ja, am Ende, aber nicht am Anfang gibt es ja auch diese Jennifers. Ach so. Ja, nein, das ist die einfach nur die Jenny. Genau, ich bin im schönen Rheinland-Pfalz geboren. Meine Mutter ist chinesisch-malaysischer Herkunft. Was heißt das jetzt schon wieder? Also meine Großeltern sind von China nach Malaysia ausgewandert und meine Mutter ist in Malaysia geboren. Was heißt, unser Blut ist chinesisch. Aber meine Mutter ist natürlich mit auch Sitten, Ritualen und Bräuchen von Malaysia groß geworden. Das heißt, wir sind wirklich richtig mixed, also wirklich auch mixed Glaubensrichtungen. Meine Mutter ist katholisch, aber die Hälfte meiner Familie dort ist muslimisch. Eigentlich war meine Oma und meine Tanten Buddhisten. Also ja, wir haben Mix wirklich aus allem, was es, glaube ich, auch sehr interessant macht. Und mein Vater ist ganz klassisch deutsch und ich bin hier geboren.
und bin hier zur Hauptschule gegangen, was auch damals noch keine Schande war, das zu sagen. Habe da klassisch meine mittlere Reife gemacht, Ausbildung zur Verkäuferin, Kaufform Einzelhandel, hatte aber mit 13 immer schon den Traum zu studieren und die Welt zu sehen. Und somit habe ich dann mein Fachabi auf der Abendschule nachgeholt und dann Vollzeit BWL studiert, Abschluss in BWL, Schwerpunkt Marketing, mache jetzt gerade meinen Master zum Thema Coaching, war aber ja über 10 Jahre im Lebensmitteleinzelhandel tätig, habe eine große Führungsposition gehabt, also in Spitzenzeiten über 800 Mitarbeiter, habe nach verschiedenen Filialen geguckt, das habe ich so die letzten 10 Jahre gemacht, also wirklich Führungserfahrung von der Praxis und der klassischen Wirtschaft. Aber nichtsdestotrotz, was auch ein Beweggrund zu dem Podcast ist, ist, dass wir vor 7 Jahren, glaube ich jetzt, das Thema Network Marketing kennengelernt haben. Ich nenne es nicht gerne so, weil es ist einfach ein Vertrieb, ne? Ein Vertrieb von Produkten. Wir bauen eine Vertriebsstruktur auf und vertreiben Produkte, also sind immer noch im Handel, mit unserer Erfahrung natürlich sehr von Vorteil. Und das ist auch was, wir wollen die Normalität dieses Berufes in die Welt tragen, weil es einfach, wenn man es richtig macht und richtig, wenn man es richtig angeht und Ahnung hat auch, eine richtig tolle Möglichkeit ist, wirklich mit viel Freiheit sein eigener Chef zu sein. Das ist natürlich auch ein Grund. Wie gesagt, das machen wir auch schon 7 Jahre und haben da auch schon eine höhere Position, ein Team. Und ja, auch das wird ein Teil von der Reise sein, aber eben auch nicht nur. Und ja, was gibt's zu mir noch zu sagen? Wir haben noch ein Familienmitglied, das ist unser Harrison. Und zwar haben wir seit letztes Jahr einen Welsh Corgi Pembroke. Das ist ein richtiger Herzensbrecher. Das war die beste Entscheidung, die wir getroffen haben, finde ich. So in den letzten Jahren, oder? Also ich möchte ihn definitiv nicht missen. Auch über den wird es einiges an Content geben. Ach, gibt's ja jetzt eh schon. Ja. Gibt's seine, eh schon, Instagram-Page genau. Oder auch auf dem YouTube-Channel taucht er ja in jedem Video eigentlich auf. Ja, der ist auch irgendwo so, würde ich sagen, Hobby. Ne? Also wir machen mit ihm auch viel. Ja, wir lieben viel, es definitiv zu reisen. Also ihr werdet auch ganz viel Reisecontent erleben, weil ich habe es ja schon gesagt, als 13-Jährige hatte ich so das Ziel, Studium und Reisen. Und wir haben sehr, sehr viel, wir sind sehr viel vor Corona gereist, also richtig, richtig viel. USA mehrmals im Jahr, Asien und so weiter. Auch dazu können wir viel erzählen, also viel Insider-Tipps auch geben und reisen natürlich nach wie vor noch gern, nur im Moment gerne mit dem Auto. Ja, während Corona ging es gar nicht anders, ne? Ja. Weil wir halt nicht geimpft sind. Und nun ist es so, weil wir einen Hund haben und den natürlich auch mitnehmen wollen. Zumindest im Moment ist das so die Prio und deswegen trotzdem. Werdet ihr einiges sehen, was wir mit dem Auto bereisen. Aber ich merke schon, hier neben ist die Nervosität. Ich bin nicht nervös. Also ich gebe mal ab an den werten Mann zur Rechten. Danke, Jenny. Ja, der werte Mann, ich heiße, wer es nicht weiß, Domagoj oder einfach nur Doma. Ja, gibt's im Russischen den Domowoj, im Deutschen wäre es der Patrick, ja, der Schutzpatron. Aber einfach nur Doma, damit komme ich bestens klar. Der Name ist eh schon viel zu kompliziert. Bin zum derzeitigen Zeitpunkt 37 Jahre alt, also 3 Jahre jünger als die Jenny, ja, plus minus. Und ja, war auch 10 Jahre im Lebensmitteleinzelhandel unterwegs, auch verschiedene Führungspositionen inne gehabt. Wir haben uns aber nicht auf der Arbeit kennengelernt, wie viele denken, sondern damals in Worms im Studium. Ja, in unserem Erststudium Internationale Betriebs- und Außenwirtschaft haben wir uns dann kennengelernt, beziehungsweise unsere Clique, die ist das. Und dann ging halt eben auch unser gemeinsamer Weg rüber nach Saarbrücken, dort zu Ende studiert, beziehungsweise studiere ich gerade noch Social Media, das ist ein Thema, was mich halt eben interessiert. Und vor, wie sie eben schon sagte, vor 7 Jahren haben wir das ganze Thema Forever kennengelernt, das wollen wir natürlich auch mit euch teilen. Und was gibt's zu sagen? Hobbys, das Thema YouTube, Filmen, Schneiden, Equipment, keine Ahnung, die ganze Filmgear, Twitch ist neu dazugekommen, darauf habe ich richtig Bock. Haben wir jetzt auch schon ein paar Uploads hier, beziehungsweise auch Videos of the Day auf dem Twitch-Channel selbst. Früher war es mal Basketball, bla bla bla, ja, auch viele Kraftsport getrieben in meiner Jugend, habe auch meine Trainerlizenzen gemacht vor ein paar Jahren. Also nicht einfach nur diese C-Lizenz, die hinterhergeschmissen wurde online. Nein, B-Lizenz, A-Lizenz, medizinischer Trainer und der Personal Trainer. Also 4 Scheine quasi, weil ich da auch eine Passion dafür habe. Für das ganze Thema Bewegungsapparat, aber auch der medizinische Part, weil ich selber viele Probleme im Rücken habe und auch viele Therapien schon hinter mir hatte.
und habe. Und ja, was gibt's zu sagen? Hobbys hat man, ja, also hat sich hier quasi im Homeoffice vieles weiterentwickelt. Das Reisen, ganz klar, da hat mich die Jenny damals eher so auf den Geschmack gebracht, weil ich war es immer gewohnt, nur nach Kroatien zu fahren. Eigentlich gar nichts anderes gesehen, bis zu meinem, keine Ahnung, 21., 22. Lebensjahr. Und dann haben wir angefangen, die Welt zu bereisen. Skifahren, das waren wir jetzt auch schon lange nicht mehr. Mhm. Ja, das wäre auch mal wieder so ein Ding, worauf ich Lust hätte. Ansonsten, ja, seid gespannt auf unsere Vlogs, die hier auf YouTube noch veröffentlicht werden, über die Kroatienreisen, die wir jetzt letztes Jahr hatten, diese drei Stück, Prag, Wien und, und. Also wir haben viel in petto, was noch geschnitten werden muss. Der kleine Harrison habt ihr auch schon gerade eben gehört, dass wir den haben, den kleinen Corgi. Und ja, ich habe noch vier Geschwister, bin der Jüngste, mit 37. Und ja, wohne hier in der schönen Pfalz und bin gebürtig aus Speyer. Muss ich noch irgendwas sagen? Stunde Null. Ja, Themen. Was für Themen haben wir? Ah, wir haben das mannigfaltig, ein breites Repertoire. Also ihr kennt ja schon unseren Pfälzer Stammtisch mit der Schalimar. Das ist ja eher so, sag ich mal, Belustigung, nenne ich es mal. Ein bisschen Gossip, wie sagt man, Trash-TV-Talk und so. Also einfach Unterhaltung, weil es muss nicht immer die schwere Kost sein. Und ich denke, so ein Podcast, also ich höre gerne lange Podcasts und mache das, wie gesagt, gerne bei der Autofahrt, aber auch gerne bei der Hausarbeit, beim Kochen, bei sonst was. Das wäre eigentlich zum Beispiel ein Hobby von mir, fällt mir gerade ein. Backen und Kochen tue ich sehr, sehr gerne. Da werdet ihr bestimmt auch einiges an Content bei YouTube noch sehen, zu Rezepten und zu Kochen. Aber auch generell zum Thema Ernährung und Essen haben wir, glaube ich, einige Erfahrungen, die wir einfach am eigenen Leib gespürt haben oder so, kann man sagen. Natürlich, viel ausprobiert, kennengelernt. Ja, und ansonsten habe ich kann schon mal spoilern, für nächste Woche gerade einen Podcast mit der lieben Yvonne aufgenommen zum Thema Reiki. Das ist auch sowas, was ich mit... Überhaupt nicht mein Thema, aber man kann sich mal reinfuchsen. Ja, also auch ein bisschen Spiritualität ist mit dabei. Was heißt spirituell? Das wird immer alles so überdramatisiert. Also wie hat es die Yvonne erklärt? Reiki heißt universelle Energie. Und ich war mit dem ganzen Thema schon mal vor 22 Jahren in Berührung und habe das so für mich wieder neu entdeckt vor 2 Jahren, glaube ich, oder vor einem Jahr. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, ich mache gerade meinen Reiki-Meister bei der Yvonne, aber wen das Thema interessiert, kann das gerne nächste Woche beim Podcast hören. Und so werden wir noch einige Interviewgäste haben, weil wie gesagt, wir kennen viele Leute, ihr habt ja auch den AIDA-Vlog zum Beispiel, den AIDA-Podcast von den Köys bestimmt gesehen, da ging es einfach um deren AIDA-Kreuzfahrt. Mhm. Also deswegen, es wird eine ziemlich breite Bandbreite sein, aber wir haben auch sehr viel zu sagen zu dem Thema, wirklich was so das Thema Mindset, das ist so das Unwort, ne? Mindset ist so für mich so ein bisschen das Unwort, glaube ich, 2018 oder so war das für mich. Also einfach für das Thema innere Einstellung, positives Denken, Großdenken, sich persönlich entwickeln, Persönlichkeitsentwicklung, das sind alles Schwerpunktthemen von uns, über die wir, glaube ich, richtig, richtig viel zu sagen haben, weil wir es einfach auch in unserem Berufsleben viel damit zu tun hatten, aber weil wir es wirklich aktiv auch jeden Tag an uns seit Jahren, über Jahre hinweg betreiben, also schon seit über 10 Jahren, wenn es reicht. Also können wir da auch viele hilfreiche Themen mitgeben. Das Ganze gilt es halt eben auch aufzubereiten, in Paketchen zu verpacken, dann halt eben zu transportieren hier nach außen, sei es dann über einen Podcast, sei es über irgendein Video auf YouTube, ja, warum hat's denn auch so einen schlechten Ruf und was weiß ich nicht? Weil da so ein paar Männchen gedacht haben, ja, die machen irgendeinen Buchclub, irgendeine WhatsApp-Gruppe und da verkaufen sie dir Mindset-Trainings und Speaking-Kram und was weiß ich nicht, ja. Dabei ist einfach das Mindset-Training auch so Basic-Psychologie eigentlich, ne? Richtig. So, bloß die haben das so ein bisschen fancy aufgebauscht, ja, machen da Seminare für zigtausende von Euro, die man sich auch gut und gerne sparen kann. Aber darum geht's ja nicht, wir verkaufen ja auch keine Seminare oder sowas. Nein, um Gottes Willen. Teilen ja unsere Erfahrung. Genau. Wer mitkommen will, kommt mit auf die Reise. Wenn nicht, hört einfach, keine Ahnung, hört ihr ja auch die Episode zu hören, drückt auf Pause oder wie auch immer. Immer dieses diese Lehnworte. Ja, vor allem sind wir auch, wir sind ehrlich einfach, ne? Also wir tragen das Herz, glaube ich, auf der Zunge. Manchmal auch sehr direkt, manchmal auch sehr plump, kann auch nicht jeder mit umgehen, aber wir sind so, wie wir sind original und so wollen wir auch bleiben und so wollen wir auch unsere Themen in die Welt tragen.
Ja, gerade eben wäre mir dann noch dazu eingefallen, wir sind auf jeden Fall nicht ganz so, wir sind nicht so fähig. Mir kommt wieder LinkedIn in den Sinn, ne? Weil ich die Woche auch wieder auf LinkedIn unterwegs war und denke mir einfach, ey, keine Ahnung, die Jobbeschreibung, wie toll alles im Arbeitsleben ist. Aber dabei, keine Ahnung, geht jeder jeden Tag durch die Scheiße, spricht nicht drüber, verpackt seine Scheiße noch irgendein Goldpapier. Ja, so. Ja, ist so. Also ja, wir sind, wie wir sind. Wir, wie gesagt, wir müssen uns nicht stellen, nicht machen, nicht tun. Wir sind so, wie wir uns fühlen auch, ne? Ja, genau. Das ist es ja. Bringen die Sachen, die Themen auf den Punkt. Ja, da musst du auch nicht wild in die Kamera kreischen oder irgendein Megafon in die Hand packen. No. Ja, und hier einen Hampelmann vor der Kamera machen. Wie gesagt, zuhören, das Wirken auf sich wirken lassen, was ändern. Disziplin, ja, wenn Motivation. Ihr natürlich auch Themen habt, die euch interessieren, lasst es uns wissen. Weil das soll ja immer nur einseitig sein. Ja, ne? Wie gesagt, wir können zu ziemlich vielen Themen ziemlich viel Wissen mitbringen, nicht nur schulisch und theoretisch, sondern wirklich aus dem praktischen Leben, aus der Praxis, aus der eigenen Erfahrung. Und ich glaube, das ist der größte Mehrwert, wenn man es am eigenen Leibe erlebt hat oder getan hat. Also dementsprechend, es wird eine spannende Reise. Das war jetzt hier unsere Stunde Null, die, ja, also so wie wir sind halt einfach Macher, so wie du immer sagst, ne? Also wir haben viele Ideen, haben jetzt eine Zeit lang gebraucht, um einfach alles in die Umsetzung zu kriegen. Man muss auch dazu sagen, die letzten 2 Jahre waren wir ziemlich privat gebeutelt. Also wir haben einige Verluste durchlebt, auch enge, nahestehende Verluste. Natürlich hat das uns auch irgendwo geprägt. Also es wäre jetzt falsch zu sagen, es hat nichts mit uns gemacht. Und deswegen hat auch alles ein bisschen länger gedauert, als wir uns das vielleicht gewünscht hätten. Aber egal wie es ist, wir setzen Stück für Stück alle unsere Ziele um. Und der Podcast war eben so ein weiterer Step, den wir für uns so auf der Agenda hatten. Ja, natürlich für die Ohren, YouTube auch für die Augen, ne? Multisensorisch. Ja, let's go, würde ich sagen. Ne? Vielen Dank. Haben wir noch was zu sagen? Nee. Das war Danke, dass ihr zugehört habt. Das ist unsere Stunde Null und ihr werdet von uns hören. Vielen Dank. Abonnieren bitte, liken, gerne auch kommentieren. Wie gesagt, wenn ihr Themenvorschläge habt, gerne. Auf Spotify ein Follow dalassen. Auf Spotify ein Follow und gerne uns auch bei Facebook und Instagram natürlich folgen. Seid gespannt, es wird dieses Jahr sehr viel passieren.